Hallo, hier ist eure Deria von Says Life. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich die liebe Gönül Pelivan. Wer ist genau Gönül Pelivan und was ist ihre Passion? Oh, jetzt haben wir lange Zeit. Erstmal Dankeschön für die Einladung, liebe Deria. Ich habe mich richtig gefreut. Es ist immer toll, wenn ich über meine Mission sprechen kann, wenn ich über mich sprechen kann und damit auch die Menschen inspirieren darf. Also mein Name ist Gönül Pelivan. Ich bin ehemalige TV-Moderatorin, jetzt Keynote-Speakerin, Bestseller-Autorin und Mentorin. Meine Passion ist es, Menschen zu ihrem persönlichen und beruflichen Wachstum zu unterstützen. Okay. Welche Charaktereigenschaften sind bei dem Wachstum besonders wichtig? Also das ist ja ein Thema, da könnte ich ja wirklich stundenlang sprechen, aber so viel Zeit habe ich jetzt gerade mitgekriegt, 15 Minuten. Ich versuche mal das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen. Also ich bin 44 Jahre alt, ich habe sehr Höhen und Tiefen erlebt in meinem Leben und ich kann jetzt aus meiner Praxis sprechen, was sind die Charaktereigenschaften, was ist wichtig, um überhaupt erfolgreich zu sein. Ja, für mich ist das wichtig, erstmal ganz, ganz wichtig, Glaube an sich selbst. Das sage ich auch bei meiner Mentees zum Beispiel. Es kommen ja sehr viele Menschen auch zu mir und die nicht so stabil sind, die ihre Gabe noch nicht so richtig erkannt haben, aber wo ich dann selber sehe. Ich sehe, wer so viel Potenzial hat und ich sehe auch, dass die Menschen wirklich nicht an sich glauben. Also erster Schritt ist, erste wichtige Eigenschaft ist einfach Glaube an sich selbst. Ja, und auch die Lebensmission zu kennen. Warum? Ja, sein Warum zu kennen. Wofür brennst du? Was ist eigentlich der Hintergrund, warum du das machen möchtest, was du machst? Ja, es ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und wenn du sicher bist, dass was du jetzt gerade tust richtig ist, dann zögere dich nicht. Ja, mach das einfach. Komm in die Umsetzung und mit dem Glauben, was du an dich glaubst, sowieso wirst du dafür brennen, um das Ganze halt dann nach außen zu bringen. Und es gibt ja sehr viele Menschen, die merke ich auch in meinen Mentees oder bei meinen Gesprächen zum Beispiel, die versuchen, perfektes Produkt rauszubringen oder selbst perfekt zu sein oder die versuchen immer wieder optimieren, kommen nicht in die Umsetzung. Und ich sage, hey, komm in die Action, komm in die Umsetzung. Also, wenn du eine Idee hast, wenn du irgendwas machen möchtest oder erreichen möchtest, gerade junge Leute, wo ich denn hier vielleicht mal ansprechen würde, ist, wenn du an dich glaubst, wenn du eine Idee hast, komm in die Umsetzung, du kannst auf dem Weg, hast du so viel Zeit, deine Dienstleistung oder dein Produkt zu optimieren. Optimieren wirst du immer. Ja, man ist ja nie zufrieden. Von daher, komm in die Umsetzung, komm in die Action, ja, präsentiere das, was du machst und was du machen möchtest. Und Begeisterung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Viele Menschen kommen zu mir und sind selbst nicht begeistert über ihre Produkte oder über ihre Dienstleistung. Ich sage immer wieder, wenn du selbst keine Begeisterung hast über das, was du machst, wie willst du anderen begeistern? Und ich sage immer wieder, sprich doch darüber so leidenschaftlich. Ja, zeig das, wie schön dein Produkt ist oder wie gut deine Dienstleistung ist, was du machst, was du damit erreichst oder welche Probleme löst du bei den Leuten. Also zeig Begeisterung, ja. Zeig Begeisterung mit deinen Fotos, mit deinen Sätzen, mit deiner Intuition, ja, wie leidenschaftlich du das Ganze machst. Also Begeisterung ist ganz, ganz wichtig. Wenn du andere Leute begeisterst, werden sie auch dich fragen, wie schaffst du das, wie hast du das gemacht und so weiter. Die werden dich auch anfragen und dann wirst du automatisch verkaufen. Ja, es geht auch um Verkaufen, weil ich habe ja heute was gepostet. Zeig Begeisterung für das, was du machst, dann musst du nie wieder verkaufen. Die Leute kommen auf dich zu und Mut, andere Dinge auszuprobieren. Ja, viele Menschen gewöhnen sich in irgendeiner Strategie und sich nicht mutig, was Neues anzuprobieren. Und dann sage ich immer, kein Risiko, keine Belohnung. Also immer mutig sein und natürlich auch Flexibilität ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, die Welt verändert sich draußen. Wir sehen jetzt gerade auch in Corona-Zeit, wie wichtig es ist, auch mal was Neues auszuprobieren. Guck mal, wir unterhalten uns jetzt hier über Zoom. Früher haben wir das wie gemacht? Wir haben uns getroffen in einem Büro, ja, und dann hast du mich interviewt und so mit Kameraaufnahme. Und heute gelingt es uns durch die Digitalisierung, auch wenn es Corona ist, auch wenn draußen alles stillsteht, haben wir die Möglichkeit, über Digitalisierung, also über Zoom, über online, können wir uns unterhalten und ein Interview führen. Wir können auch somit auch arbeiten. Also es gibt ja Menschen, die sind festgefahren, die sehen die neuen Möglichkeiten nicht. Deshalb ist das wichtig, gerade in Corona-Zeit einfach offen zu sein, einfach flexibel.
flexibel sein, neue Dinge zu probieren. Weil wenn du sie nicht machst, dann wird das ein anderer machen. Und deshalb sage ich, nutze die Zeit jetzt gerade, wo wir halt dann so ein bisschen ruhiger gefahren sind, wo es jetzt wirklich mal ein bisschen still ist da draußen. Versuche es für dich aufzubauen. Sei flexibel, sei offen, einfach für neue Dinge. Und natürlich auch positives Denken. Ich sage damit nicht irgendwie, alles kommt so von alleine und so. Nee, ich sage trotzdem mal positives Denken, optimistisch bleiben, egal was passiert. Ja, egal was da draußen passiert, so wie Corona, gebe ich wieder ein Beispiel. Draußen herrscht Unruhe und alles. Und trotzdem muss man optimistisch sein und positives Denken. Und dann aber realistisch bleiben. Ja, was habe ich jetzt in der Hand? Was kann ich machen? Soll ich mich weiterbilden? Ja, das sind Sachen, die man einfach machen muss, um überhaupt erfolgreich zu werden. Und Fokus behalten, ganz, ganz wichtig, Fokus behalten. Ich sehe immer sehr viele Menschen, die versuchen, verschiedene Dinge auf einmal zu machen. Ja, wir können nicht alles auf einmal machen. Das habe ich auch von mir gelernt. Ich habe immer auch mal Ideen, so 2, 3 Sachen und die möchte ich gleichzeitig fahren. Nein, funktioniert nicht. Also das heißt, Fokus auf eine Sache legen und das auch dann richtig machen. Und wenn du das abgehakt hast, dann kannst du wieder weitergehen. Also Fokus behalten auf die eine Sache, auf deine Nische, was du machen möchtest und das dann auch richtig machen. Das sind die Sachen, wo ich dann sage, das sind die Eigenschaften, die man bringen muss und natürlich auch eigene Intuition. Ja, wenn dein Bauchgefühl dir sagt, es ist richtig und es ist toll und es fühlt sich verdammt gut an, dann geh mit deinen Produkten raus, geh mit deiner Dienstleistung raus, begeistere die Menschen, die da sind. Ja, wenn du das auch mit Menschen machst, wenn du das auf der Bühne machst oder irgendwie bei Social Media bist, zeige Begeisterung mit deinen Videos. Ja, wie toll du das machst, was für eine Problem du bei den Leuten löst. Und das kannst du Gott sei Dank heute durch die Digitalisierung über Social Media so schön zeigen. Also du brauchst nicht mehr aktiv verkaufen, sondern einfach das zeigen, was du kannst und was für Probleme du bei deinen Kunden löst. Und die werden dich natürlich auch anfragen. Zeige dich, präsentiere dich gut. Allerwichtigste ist jetzt gerade auch, wenn wir jetzt, sage ich mal, online zu finden sind, wirst du von deinen Kunden als Experte wahrgenommen. Ganz wichtig, ja, für ein bestimmtes Thema. Und ist deinen Kunden klar, welches Problem du bei denen löst? Wenn das klargestellt ist, klar präsentiert ist, dann brauchst du nicht mehr zu verkaufen. Es verkauft sich von alleine. Okay, Gönül, aber du hast so viele Input gegeben. Wie gehe ich denn damit um, wenn man klar den Fokus beibehält, dabei ist und auch von dem eigenen Produkt ja begeistert ist, aber wie gehe ich denn damit um, wenn so eine innere Stimme mir sagt, bin ich gut genug, diese inneren Glaubenssätze, wie gehe ich damit um? Ja, die Glaubenssätze, das sind die, ach ja, damit beschäftige ich mich ja schon seit sehr, sehr langem und ich sehe das auch, ich habe das auch selber erlebt, ja, ich selber. Ich bin ja jemand gewesen, den ich loslassen könnte. Ich bin immer dann, ich sag mal so, die Glaubenssätze, die wir tragen. Ja, die glauben zum Beispiel, du bist jetzt nicht gut genug oder du schaffst das sowieso nicht oder du machst dich selber klein. Woher kommt das? Woher kommt das Ganze? Ich frage das auch bei meinen Mentees immer wieder, woher kommt das, dass du dich unter Wert verkaufst oder woher kommt dieses Glaubenssatz, dass du das nie schaffst? Ich habe so viele Menschen, die ich betreue, sei es so Vorstandsvorsitzende, Ärzte oder Speaker-Kolleginnen oder Trainer, Coaches, die immer zu mir kommen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Selbstständige, da sehe ich immer wieder, das Problem liegt tatsächlich in der Kindheit, ja, oder in der Schule hattest du ein schlechtes Kindheit gehabt oder vielleicht ist dir was gefahren, ja, oder eine Sache, die du nie vergessen hast und das sind die Glaubenssätze, die verankert sind in unserem Kopf und die blockieren uns und die müssen wir lösen. Diese Musterverhalten müssen wir lösen. Wie habe ich das gemacht? Ich kann also von mir aus so ein Beispiel geben. Zum Beispiel, ich habe als TV-Moderatorin gearbeitet. Ich komme von der Türkei. Ich bin mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich bin bei einem Vater aufgewachsen, der Alkoholiker war, der mich geschlagen hat, der meine Mutter geschlagen hat. Und mein Ex-Mann, ich habe ja sehr früh geheiratet, mein Ex-Mann hat mich auch geschlagen. Also bei mir war das so eine Gewalt, ja. Gewalt, Alkoholiker, schlechtes Kindheit. Und ich musste für alles kämpfen, ja. Und
bis ich denn vor 7 Jahren dann ein Burnout hatte und ich habe mich denn für alles verantwortlich gemacht. Ich habe mich verantwortlich gemacht für meinen Misserfolg und ich habe gesagt, du hast das alles kaputt gemacht, du ja und du. Ich habe mich wirklich zu einem Opfer gemacht und dann hatte ich Depressionen, ich hatte Panikattacken, ich habe mich eingesperrt zu Hause, ich war arbeitslos, ich war Sozialhilfeempfängerin 5 Jahre am Stück und ich bin alleinerziehende Mutter, meine Tochter ist heute 23 Jahre alt und ich habe da nicht losgelassen. Ich habe festgehalten an meinen Misserfolgen, ja, und ich habe, das zieht dir natürlich Kraft, unheimlich Kraft, wenn du irgendwelche Dinge krampfartig dann festhältst. Also ich musste dann lernen, loszulassen. Als ich dann gelernt habe, meinen Keller aufzuräumen und loslassen an negativen Dingen, habe ich Freiraum für mich verschafft mit positiven Dingen. Also ich habe dann meinen Weg vor 2 Jahren dann zu meinem Mentor gefunden. Ich habe dann angefangen an meinen negativen Glaubenssätzen, negativen Prägungen. Woher kommen die? Woher stammen sie? Ja, ist das vielleicht in der Kindheit passiert? Ist das in deinem Jugend passiert? Ist das vielleicht in einem Umfeld passiert? Wo in der Schule von deinem Lehrer? Kann ja passieren. Ja, wann ist das passiert? Und als ich das dann entdeckt habe für mich, dass das mit meinem Vater, also die Beziehung zu meinem Papa war, was mich alles blockiert hatte, als ich dann ihm alles vergeben habe, losgelassen habe, dieses Gefühl an Wut und an negativen Gefühlen, habe dann mehr Platz für positive Dinge verschafft. Und so, wenn du einen Platz verschaffst für neue Dinge, für positive Dinge, dann bist du erleichtert. Ja, dann fühlst du dich auch leichter und viel positiver, energievoller. Also alte Lasten, egal was in deinem Leben widerfahren ist, kann sein, dass du misshandelt worden bist, kann sein, dass du vergewaltigt worden bist, kann sein, ach, whatever, alles, ja. Alles annehmen und sagen, okay, das sind die Dinge, die mir widerfahren sind. Loslassen heißt nicht anpassen, ja. Loslassen heißt sich anpassen einer Situation, ja. Es heißt nicht aufgeben, sondern bewusst entscheiden, dass sich der Kampf nicht weiterbringt, ja. Also so war das bei mir. Als ich aufgehört habe zu kämpfen, habe ich dann alles losgelassen und dann zu meinem Erfolg wiedergefunden. Also loslassen, ein Thema, stehen zu seinem wahren Ich, einfach mal zeigen, wie du bist und natürlich auch dann in die Umsetzung kommen. Ja, ich habe dann angefangen, an mir zu arbeiten, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Ich habe sehr viele Seminare teilgenommen und so habe ich meinen Weg gemacht. Also ihr Lieben, loslassen heißt akzeptieren, dass dir etwas widerfahren ist, was nicht gut war und dann einfach mal mutig sein und einfach mal loslassen und Platz für die positive Dinge schaffen. Du hast ja schon sehr, sehr viel erlebt und auch viel beruflich gemacht. Du bist Bestseller-Autorin, bist Keynote-Speakerin. Wie bist du überhaupt dahin gekommen? Als ich dann also meinen Weg zu meinem Mentor gefunden habe vor 2 Jahren, ich war davor, als ich dann aus dieser Burnout rausgekommen bin, habe dann für mich gesagt, oh, ich war total unglücklich, Depressionen, Panikattacken, wie soll ich jetzt aus dieser Situation rauskommen, ja? Also ich habe das für mich eingesehen, ich musste mich wieder glücklich fühlen. Wie komme ich aus dieser Situation raus, erst wenn ich glücklich bin? Und dann habe ich angefangen, Sport zu machen. Ich habe angefangen, mich gesund zu ernähren. Also ich musste ja, wenn du 5 Jahre am Stück nicht arbeitest, dann vergisst du alles. Also ich musste mir Disziplin aneignen. Ich habe gesagt, wie soll ich das denn machen? Also mit dem Sport. Ich habe dann angefangen, sehr viel Sport zu machen und ich habe dann meine Ernährung umgestellt. Ernährung hat ja mit Disziplin was zu tun, weil wenn du dich ausgewogen und gesund ernähren willst, dann musst du dich ausgewogen ernähren und dann Disziplin dir aneignen. Also was habe ich gemacht? Das Ganze, was ich gemacht habe, habe ich beim Instagram platziert. Einfach ohne zu ahnen, das interessierte die Menschen und immer mehr folgten mir Menschen und die haben mich gefragt, wie machst du das und so weiter. Dann habe ich immer wieder meine Tipps verteilt und dann kamen dann die Kunden auf mich zu und ich bin dann mit Kunden zusammengearbeitet. Also wir haben zusammen kooperiert, ich habe Werbung gemacht für die und dann habe ich ein bisschen Geld verdient. Also das heißt, ich habe losgelassen, ich habe dann an mir gearbeitet, an meiner Persönlichkeit gearbeitet und dann mit einer Begeisterung und die Kunden sind aufmerksam geworden auf mich. Und dann habe ich ein bisschen Geld verdient und genau vor 2 Jahren saß ich mit einer
meiner Freundin. Und ich habe dann ihr erzählt, gut, ich habe mich aus dieser Situation rausgeholt, mir geht's gut, ich verdiene ein bisschen Geld, aber ich bin immer noch unter meinem Potenzial. Ich bin TV-Moderatorin gewesen, ich habe meine Sendung selbst produziert und ich habe PR und Marketing gemacht so viele Jahre. Ich war super erfolgreich und Influencer sein, so irgendwie Produkte vor die Kamera zu halten, ich lebe unter meinem Potenzial. Ich unterwerfe das nicht, Gottes Willen. Ich bin so dankbar für die Zeit. In der Zeit habe ich damit auch Geld verdient und mich dann wieder stabilisiert. Aber es war noch nicht das, was ich machen wollte. Und dann sagte meine Freundin zu mir, Gönnel, weißt du was, du hast so eine Lebensgeschichte, das kannst du auf der Bühne erzählen, du könntest Speakerin werden. Ich so, was macht denn ein Speaker? Speaker, gut, Speaking gehört zu meinem Leben, immer reden, ja, auf der Bühne und im Fernsehen. Und was macht aber ein Keynote-Speaker oder was macht ein Speaker? Dann sagte sie zu mir, weißt du was, Gönnel, wenn du nach Hause gehst, guck dir die Videos von Tobias Beck an. Ja, vom Temperament her sind wir auch gleich. Und dann sagte sie, guck dir seine Videos an, dann weißt du, was ich meine. Ja, ich bin dann nach Hause gekommen, habe mir dann alle seine Videos angeschaut und da habe ich gesagt, wow, genau das möchte ich machen. Habe ihn über Facebook gefunden, habe ihn angeschrieben, wir haben telefoniert. Er hat mich dann eingeladen zu seinem Seminar, weil er meinte dann, wenn du Speakerin werden möchtest, dann komm erstmal zu meinem Seminar, guck dir das an, wie wir das vor Ort machen. Dann, wenn du diesen Weg gehen möchtest, dann weißt du es, wie wir es machen. Also bei dem ersten Seminar ist mir dann natürlich, hatte ich ein Erlebnis. Ich habe ja an mir gearbeitet, ich habe ja Sport gemacht und alles Mögliche, so wie ich dir eben erzählt habe, aber es reichte noch nicht aus. Also ich habe da entdeckt, meine Glaubenssätze und alles Mögliche, was ich denn, dass ich meinen Keller aufräumen musste. Und damit habe ich dann bei diesem Seminar begonnen, weil als Speakerin, wenn du als Speakerin auf die Bühne gehst, trägst du Verantwortung für das alles, was du sagst. Und wenn du noch nicht so weit bist, dann, ich habe gesagt, ich möchte nicht so eine Speakerin sein, sondern die nur predigt, sondern die auch das Ganze auch durchgelaufen ist. Also so habe ich an mir gearbeitet. So bin ich Speakerin geworden. Seitdem stehe ich auf der Bühne und ich liebe es, Menschen in ihrem Potenzial zu führen, mit meiner Lebensgeschichte, mit meiner Mission. Das mache ich seit 2 Jahren und ich bin wirklich so dankbar, dass ich diesen Weg auch gefunden habe und dann auch bestreite. Ich wollte dann noch erwähnen, 2 Monate später habe ich dann ein Buch geschrieben, Durchbruch durch Veränderung, bin 3-mal Bestseller geworden. Also vor 2 Jahren hätte mir jemand gesagt, du schreibst ein Buch und es wird 3-mal Bestseller, hätte ich gar nicht geglaubt. Ja, also von daher sage ich immer wieder, machen, in die Action kommen. Wenn du überzeugt bist von dir, von deinen Ideen, von dir selber, von dem Arbeit, was du machst, dann steh einfach für dich auf und setz es einfach um. Ich hätte es auch nicht gewusst vor 2 Jahren, dass ich als Speakerin auf die Bühne gehe. Ich wusste es auch nicht, dass ich ein Buch schreibe, dass ich Bestseller werde. Ich habe sogar mein 2. Buch mit Bodo Schäfer, mit Hermann Scherer, mit Jürgen Höller, mit Stefan Friedrich, mit den ganzen Top-Speakern geschrieben. Auch das wusste ich nicht. Ich habe 2019 Global Woman Influencer Award erhalten. 2020 habe ich Red Fox Award in der Kategorie Erfolg erhalten. Ich wurde von Erfolg Magazin die 500 wichtigste Köpfe der Erfolgswelt gewählt. Also das sind die Dinge, sind passiert vor 2 Jahren. Natürlich immer wieder sage ich, mit 20 Jahre Berufserfahrung, ja, mit 20 Jahre Berufserfahrung und plus, indem ich dann natürlich mein Warum entdeckt habe, meinen Lebenssinn entdeckt habe, habe ich dann natürlich einfach gesagt, so, jetzt machen wir Action. Ja, jetzt mache ich eine Strategieplanung und wie erreiche ich mein Ziel, die ich erreichen möchte. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach rausgeht mit dem, was man kann. Vielleicht Tipps, insbesondere, sage ich mal, für junge Menschen, die dieses Warum zu finden. Ja, warum? Ja, genau. Jeder fragt, wie finde ich mein Warum? Und diese Warum ist einfach, wofür brennt dein Herz? Ja, was möchtest du machen? Es gibt natürlich Menschen, die werden immer so klein geredet. Ja, ich habe nämlich eine Mentee gehabt, die Victoria. Die Victoria ist, die hatte auch mal einen Burnout. Die habe ich kennengelernt jetzt in der Corona-Zeit, jetzt im März. Und die hat in der Marketingabteilung gearbeitet und die hatte aber eine ganz besondere Gabe, ja, die wollte Menschen helfen, Stressbewältigung, und sie hat sich beschäftigt mit Achtsamkeit und alles Mögliche, und sie wollte einfach mal Frauen helfen, aus stressigen Situationen rauszukommen, weil sie hat das ja selbst erlebt, und
Sie hat aber sich nicht getraut, mit diesem Thema rauszugehen. Und als wir uns dann unterhalten haben, habe ich gesagt, wofür brennt dein Herz? Was möchtest du denn machen? Womit möchtest du dich eigentlich beschäftigen? Ja, ich möchte sehr, sehr gerne Frauen helfen. Ich möchte sie verstärken in ihrer Kraft. Ich möchte sie einfach begeistern zum Achtsamkeit und so weiter und so fort. Habe ich gesagt, ja, mach das doch. Wie? Ja, sag ich, mach das doch. Steh doch für dich auf und auch wenn ein anderer sagt, das kriegst du nicht hin, auch wenn dein Umfeld sagt, das funktioniert sowieso nicht, wenn du daran glaubst, wenn das wirklich deine Herzensmission ist und weil aus eigener Betroffenheit weißt du das ja, was das bedeutet, einfach mal für sich selbst aufzustehen. Ja, so haben wir dann das Ganze natürlich auch entwickelt. Ich frage immer diesen Menschen, wofür brennt dein Herz und bist du bereit, auch dafür 110% zu geben, ja? Bist du auch dafür bereit, auch extra Meile zu geben? Viele junge Menschen denken, okay, ich bin begeistert jetzt, ich möchte jetzt das und das machen, das sind meine Ziele. Und ich sage, wer ein bisschen macht, bekommt ein bisschen. Wer ein bisschen mehr macht, bekommt mehr. Aber wer die extra Meile geht, bekommt viel, viel mehr. Also ich sage immer wieder, hör auf dein Herz. Was ist deine Gabe? Ja, was kannst du gut? Und das vergessen manche Menschen. Ja, Menschen sind in Routine gefallen. Ja, Rechnungen bezahlen. Na, ich muss arbeiten, das und dies. Und sie wissen nicht mehr, was es wirklich tatsächlich der Lebenssinn ist. Und dann bringe ich die Menschen immer zu ihren eigenen Warum. Warum möchtest du das Ganze machen? Für wen ist das? Und wo löst du diese Probleme? Ich hatte auch eine Ärztin in meinem Mentoring-Programm, die kam zu mir und sagte, Gönne, du bist die Person, die mich weiterbringt. Ich möchte nicht mehr als Ärztin arbeiten. Ich mag dieses System nicht. Und ich habe gesagt, was ist deine Herzensbotschaft? Was ist deine Botschaft überhaupt jetzt hier in dieser Welt? Wofür lebst du? Wofür strebst du? Wofür stehst du jeden Morgen auf? Und dann sagte sie, ich möchte, das sagt sie als Ärztin, ich möchte Ärzte überflüssig machen. Also das heißt, du kannst dich selbst heilen. Und ich fand diese Aussage so großartig. Ich habe gesagt, ja, genau, so starten wir. Das ist deine Herzensmission. Und da hat sie aufgehört, als Ärztin zu arbeiten. Also, du musst für dich einfach aufstehen und sagen, was ist meine Mission? Was ist meine Vision? Wo habe ich meine Gabe und was kann ich mir aneignen? Also wenn du nicht dieses Wie weißt, dann such dir einen Mentor oder eine Mentorin, die dir diesen Weg aufzeigt, die genau diesen Weg gegangen ist. Ja, dann kannst du nämlich damit auch sehr viel lernen. Auch ich sage immer wieder, lerne aus meinen Erfolgen, auch aus meinen Misserfolgen. Ja, ich habe so viele Misserfolge gehabt wie letztes Jahr. Nee, vor anderthalb Jahren. Ich wollte zum ersten Mal mein Online-Produkt rausbringen. Ich habe mir einen Online-Marketer ausgesucht, eine Agentur, die mir mein Produkt nicht geliefert haben. Ich stand da, ich hatte das schon vorverkauft. Also ich hatte schon vorverkauft. Ich hatte 30 Mentees schon gewonnen. Und ich stand da, hatte nur 3 Wochen, um das Produkt fertigzustellen. Ja, ein anderer hätte gesagt, oh, das ist mir zu viel Arbeit. Ich gebe das Geld raus und es ist okay. Es ist mir nicht gelungen, ja. Ich habe dann gesagt, okay, Moment, was haben wir jetzt hier? Was brauche ich jetzt? Wie löse ich jetzt diese Probleme? Also ich habe mich dann hingesetzt mit wirklich weinen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe so geweint. Ich habe 20 Stunden jeden Tag gearbeitet, damit ich zu meinem Wort halte und dann an dem Datum anfange, weil ich hatte ja versprochen. Ich hatte ja versprochen, das ist wirklich für mich sehr, sehr wichtig, dass ich mein Wort halte. Habe mich dann hingesetzt, mein Produkt entwickelt. Und mir Hilfe geholt. Ja, lasst euch einfach Hilfe geben, ja, von anderen Menschen. Wenn du irgendwas nicht weißt, dann geh und hol dir einfach diese Hilfe. Ich habe gesagt, okay, was kann ich gut? Okay, ich kann sehr gut planen, ich kann sehr gut sprechen, ich kann Videoaufnahmen machen, aber ich mag diese Texte schreiben und so weiter nicht. Grafisch kann ich nicht. Technisch bin ich nicht so gut begabt. Ich habe gesagt, okay, ich hole mir diese Hilfen. Habe mir dann diese Hilfe geholt von außen mit Experten, habe ich dann in 3 Wochen pünktlich mein Produkt gelauncht und das auch dann vermarktet. Also, wenn du dafür brennst, wenn du für deinen Lebenssinn, wenn du für dein Warum brennst, findest du Wege. Ja, findest du Wege, um das zu erreichen. Und dafür musst du erstmal an dich glauben und vielleicht mal an deiner Seite einen Mentor oder eine Mentorin, damit du in die Umsetzung kommst. Das kann ich dir raten.
Also das passiert bei mir sehr, sehr gut. Also ich habe sehr viele Mentees, die ich unterstütze. Manchmal glauben die an sich selbst nicht. Und dann treibe ich sie dahin, dass sie wirklich ihren Lebenssinn finden, zu ihrem Warum stehen und einfach mal aufstehen. Ja, wir stehen ja für so viele Menschen auf. Ja, ich unterstütze die KMS Live, ich unterstütze Kinderprojekte, ich unterstütze sehr viele Menschen. Es gibt sehr viele Menschen, die da draußen, die nicht für sich selbst sprechen können. Deshalb stehe ich für die auf und sage jedem Menschen, steh endlich mal für dich auf. Einmal für dich aufstehen und dann für dich, für deine Träume 110% geben. Immer extra Meile geben. Mehr als anderen. Von daher sitze ich immer noch manchmal, ich bin auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Trotzdem sitze ich hier und dann arbeite manchmal 16, 17 Stunden. Nicht, weil ich muss. Ich habe ein gutes Team, die für mich arbeitet. Aber ich liebe, was ich tue. Ich liebe es. Ich liebe es, Menschen zu ihrem eigenen Potenzial zu bringen. Menschen zu ihrem Wachstum zu bringen. Ich bin diesen Weg selbst durchgelaufen. Alles, was ich sage, ist nicht aus Theorie, alles, was ich sage, ist aus meiner Praxis. Und dieser Weg, den ich geschafft habe in den 2 Jahren, sage 20 Jahre Erfahrung plus 2 Jahre, die gebe ich den Leuten weiter. Und das macht mich glücklich. Am Ende des Tages bin ich glücklich in dem, was ich mache. Und natürlich bringt das auch viel Umsatz mit rein. Aber mein erster Gedanke ist nicht, Geld zu verdienen. Mein erster Gedanke ist, wie kann ich den Menschen helfen? Wie kann ich viel mehr Menschen erreichen? Und das Geld ist einfach Nebenprodukt, die kommt einfach von alleine. Ich mag diesen Ansatz, super spannend. Und auch der Glaube an sich selbst ist dabei natürlich super, super wichtig. Meine Frage wäre es, wie kann man die Gesetze des Universums für sich nutzen, für seinen Weg nutzen, für das eigene Leben nutzen? Also ich sage immer wieder, Gesetz der Anziehung. Also wenn ich mal so die Profile von meinen Mentees mir anschaue, das sind immer Menschen, jeder trägt ein bisschen von mir. Einer ist geschlagen worden, einer hatte Burnout gehabt, einer identifiziert sich mit meiner Geschichte und kommt, oh, genauso diesen Weg möchte ich auch gehen. Also Gesetz der Anziehung. Wie schaffen wir das, diese universelle Gesetze? Indem wir uns selber zeigen. Indem wir offen darüber sprechen. Also ich sage immer wieder, Erfolg ohne Maske. Mit der Maske meine ich jetzt die Maske, die wir jetzt gerade tragen, sondern einfach mal die Maske, die wir einfach tragen, um besser zu verkaufen, um vielleicht mal besser bei den Menschen zu punkten. Ich sage immer wieder, zeig dein wahres Gesicht, zeig dein wahres Ich, steh zu dem, was du bist, was du erlebt hast und zeig das einfach und dann geh einfach mit deiner Botschaft raus. Und da draußen, hier, jetzt gerade heute oder wenn das ausgestrahlt wird, werden sich einige Menschen sich mit mir identifizieren und sagen, oh ja, das habe ich auch erlebt, oh ja, das habe ich auch oder das hätte ich auch gerne. Das sind die universellen Gesetze, Gesetz der Anziehung. Und vor allen Dingen, immer wenn du was gibst, ich sage immer wieder, gib viel, also gib 10-mal und dann wird dir was Gutes widerfahren. Ja? Also das heißt, wenn du 10-mal gibst, kriegst du was eine zurück. Wenn du 20 gibst, wenn du 100-mal gibst, dann kriegst du 10-mal zurück. Und sei immer offen, hilf den Menschen einfach mal mit deiner Gabe, mit dem, was du kannst, einfach mal die Probleme zu lösen. Ich habe ganz am Anfang, weiß ich, es kommen sehr viele Menschen und die sind nicht bereit zu helfen. Ja, die sind nicht bereit zu helfen, auch ihre Produkte einfach mal an Menschen zu stellen, die vielleicht mal gerade vielleicht nicht so viel zu haben. Ich habe ganz am Anfang, das mache ich auch heute noch. Also Menschen, die nicht so viel Geld haben, denen gebe ich auch die Möglichkeit, mit mir zu arbeiten. Ich bin bereit, auch den Menschen zu helfen. Und das vergessen sehr viele Menschen. Ja, die sind immer gierig und hinter dem Geld her. Und bei mir ist das anders. Seitdem ich so viel gebe, bei mir passiert immer wieder was Gutes. Also an die Karma-Konto auch was zahlen. Wenn jemand nicht das Geld hat, kann auch irgendwelche andere Grund haben, ja, dann biete einfach mal deine Hilfe an. Wenn du am Tag 3 gute Dinge tust für nichts Geld, dann wird dir auf jeden Fall was Gutes passieren. Also hilf den Leuten, gib sehr viel, erstmal geben. Das, was wir zum Beispiel hier machen mit dir, ne? Wir geben einfach Content raus, wir geben einfach den Menschen, wie sie einfach mal erfolgreiches Leben führen können. Und das ist einfach geben, dafür Zeit nehmen. Das ist genauso wie Social Media, ja?
Content rausgeben, Menschen helfen, Videos drehen und einfach mal Webinare gestalten oder Menschen helfen, die jetzt gerade in Corona-Zeit einfach nicht mehr weiter wissen. Habe ich auch letztens beim Instagram 20 Leuten geholfen, ja, indem ich mit denen 20 Stunden sind das, die ich mir vornehme, einfach mit den Leuten zu telefonieren, dass ich mal einfach mal den Leuten ein bisschen mal auch mal den Weg zeige, hey, du kannst das vielleicht mal besser so gestalten, so machen, dafür kriege ich kein Geld. Sei bereit, einfach mal für umsonst auch zu machen, aber nicht jetzt irgendwie umsonst was gemacht zu haben, sondern einfach mal vom Herzen, ja, das machst du allerdings dann, wenn du dein Warum kennst. Ja, wenn du dein Warum entdeckt hast, gibst du auch so viel von dir. Glaub mir, wenn du so viel gibst, erhältst du so viel zurück. Und von daher, daran glaube ich, ich zahle immer an mein Karma-Konto jeden Tag ein bisschen, jeden Tag ein bisschen. Jeden Tag helfe ich den Menschen und ich habe auch Kontingent immer wieder mit meinen Online-Kursen zum Beispiel. Ich habe einen Online-Kurs entwickelt, wo ich den Unternehmern helfe mit Reichweite, Sichtbarkeit und Neukundengewinnung. Und das schenke ich ab und zu mal den arbeitslosen Frauen oder jemanden, wenn jemand arbeitslos ist, hat nicht so viel Geld, schenke ich auch mal. Ja. Und ich habe ein Mentoring-Programm. Und wenn jemand mit mir persönlich zusammenarbeiten möchte, komme ich auch entgegen. Also, das heißt, wenn du deinen Mentor gefunden hast, frag einfach mal an und sag einfach mal, zeig einfach. Also ich habe eine Mentee von mir unterstützt, weil ich habe so diese brennende Augen gesehen. Ja, sie war so begeistert und von sich selbst, von dem, was sie macht. Und ich habe die kleine Gönnel gesehen. Ich habe gesagt, wow, das ist die kleine Gönnel. Ja, und von daher habe ich ihr geholfen, ihr Business aufgebaut. Und ich bin total glücklich, wenn Menschen mit dem Wissen, was ich weiß jetzt gerade, was ich mitbringe, auch helfen kann, damit sie ihren eigenen Vision erleben können. Leute, helft da draußen Menschen, damit sie ihre eigenen Ziele erreichen können und dir wird auf jeden Fall was Gutes passieren. Vielen, vielen Dank, liebe Gönül Abla, dass du so viel Tipps und Tricks gegeben hast, dass man zusammen wachsen kann, dass man den Glauben an sich selbst niemals verlieren sollte. Es hat mich super gefreut, dass du dabei warst heute. Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Daria. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht und da draußen Menschen, die wir jetzt gerade erreichen, ich möchte euch auch eine Gelegenheit geben, wenn ihr sagt, hey, ich möchte gerne auch mal mit Gönül sprechen. Ich gebe sehr gerne 1:1 Gratisgespräch. 30 Minuten, in denen wir gucken, wie du deine Ziele erreichst. Wenn du Interesse hast, klick einfach in den Link, wo wir dir jetzt gerade einblenden, dann kannst du mich sehr, sehr gerne erreichen. Und mein letzter Schlusswort ist, egal wer dir was sagt, ne? Egal wenn einer sagt, du schaffst das nicht, du kriegst das nicht hin oder so, steh für dich auf und kämpfe dafür, dass du deine Ziele erreichst, ja? Und steh immer wieder für dich auf, erlaube dir zu scheitern, Scheitern gehört zum Leben und steh immer wieder auf, mach so lange weiter, bis es klappt. Das kann ich dir von ganzem Herzen empfehlen, weil es ist genauso wie bei mir, hätte ich aufgehört, wäre ich nicht heute da, wo ich bin. Also alles Liebe und Gute an euch allen.